Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Hunter Stories 2. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, und damit herzlich willkommen zum heutigen Partner. Heute geht's dem Basarios an den Kragen. Und zum Hardsky Felsenhügel, wo viele Harz herumlaufen. Ich weiß, der Witz war schlecht. Und ich wusste doch, hier kommt eine Sequenz. Bei mir ist gerade irgendwie was abgekackt. It's been a while. I came here with Red once. You came here with Red? It was a long time ago. He and I had only just met. Don't hold out on us. Give us the deets. You want to hear about your grandpa too, right? From a very young age, Red was quite popular with the villagers. They all wanted to spend time with him. Even though I didn't show much interest in him. For some unknown reason, he followed me around all the time. Hey, wait up, Alwyn! Stop following me. You and your little entourage really get on my nerves. Oh, come on, I just wanna... Whoa! Ouch! Huh? A monster! Over here. It disguised itself as a boulder. That was close. What are you doing? Thank you, Alwyn. Thank you? Of course. Just save my bacon. All I'd done was chase away a monster, an easy feat. I couldn't understand why he'd thank me. Hey, it's only natural to thank someone for helping you, right? All I did was chase away a monster. You're a real funny one, aren't you, Alwyn? Come on, we need to find where it's hiding. Tut mir herzlich leid, ich weiß nicht, wie das passiert ist. Es ist mir gestern auch schon passiert, während ich aufgenommen habe. Da ist dann auf einmal einfach das Bild weg gewesen. Ich weiß nicht, was das soll. Also, ein Kabel wurde da nicht berührt, nichts mit gemacht und auf einmal ist weg. Nebenbei, ich konnte in der Stadt auch noch eine Nebenquest mit einem Tetsukapa annehmen, deswegen, den gibt es hier auch. Bin gespannt, wie sein Ei aussieht. Wo ich natürlich erstmal gucke, ob der überhaupt ein Ei hat. Weil kann ja sein, dass wie beim Larin auf einfach kein Star ist. Okay, ich darf jetzt Steinchen suchen und hoffen, dass einer davon Basarios ist. Richtiges Monster für den Kampf habe ich ja schon draußen. That's. This rock's kind of a weird shape, don't you think? Looks inviting. Maybe we should take a load off. Das ist der Basarios. You shouldn't sit on that. I'm pooped. Just a little break isn't gonna hurt. Check me out. Weil der Basarios hat als einziges, glaube ich, keinen Moos auf sich. Vom Basarios kann man safe wahrscheinlich ein Ei holen. I thought so. Let's go, machen wir ihn fertig. Wir haben ihn aber auch richtig schnell gefunden. Ein Moment, ich will gerade nur was hier auf meinem PC überprüfen. Ich kann ein paar Hintergrundprogramme ausmachen. Vielleicht hatten die irgendwelche Probleme zusammen mit meiner Aufnahmesoftware. Will nicht, dass das jetzt nochmal abkackt. So. Geschwindigkeit bist du nie im Leben.
Jetzt ist die Frage, bist du ein Techniker oder bist du ein Angreifer? In Kämpfen benutzt er mehr so hier diese, also bei Rise beispielsweise, diese Staubwolken oder Flammenangriffe. Das geht mir mehr so auf Technik, aber ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass der ein Krafttyp ist. Weil der halt aus Stein ist. Ich mach's einfach aus Prinzip, damit es abgehakt ist. Okay, er ist ein Techniker. Ich hab für ihn eh die richtige Waffe. Und er macht mit jedem Angriff Feuerschaden. Genauso wie man Lutrop mit jedem Angriff Wasserschaden macht. Ey, nein, du gehst bitte auf Aquaschuss. Und ich schieß einfach rein. Ich will halt einfach nur die Liste da abschließen. Dass das passiert, war klar. Die Leiste geht nicht runter, der wird höchstwahrscheinlich im Kampf abhauen. Das ist die einzige Erklärung, die ich mir gerade geben kann, dass der überhaupt keinen Schaden kriegt auf das Körperteil. Oder er kriegt nur Schaden, wenn er Fassbomben abkriegt. Ich könnte das testen, aber ich will keine Fassbombe verschwenden. Hallo, wenn, macht das so, dass ich auch was davon habe. Ja, es sind nur stumpfe Waffen bei denen effektiv. Ist ja klar, das kann man sich denken. Der ist aus Stein. Basarius konnte ich mir übrigens wirklich nie vorstellen, dass man den Stimme da hinten abtrennen kann. Das hatte ich ja bei Rice schon gesagt. Da kommt man aber auch, ehrlich gesagt, nicht drauf. Oh, er will Giftgas einsetzen, das wird aber nichts. Die Leiste geht so gering runter. Muss wahrscheinlich wirklich Fassbomben einsetzen. Es geht einfach gar nicht runter. Ja, da ziehe ich doch direkt mit. Explosionsfeuerschläger. Pam, pam, pam. Ich habe es zwar angekündigt, aber damit gerechnet habe ich trotzdem nicht. Ich habe jetzt nur mal die Kamera für meinen Avatar verschoben. C-Rang, also klar, der ist geflohen. Hätte mich gewundert, wenn ich Material kriege. Da wird das ein Monster abbaut. Das ist ja unlogisch. So, ein Tetsukaibra muss ich noch umnieten. Ich wollte eigentlich mein Monster noch wechseln. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass der Lutrop gut gegen dich ist. Immer lieber ihn hier. Ich höre es. Hier, seht ihr es, auf einmal ist das Bild weg. Ich weiß nicht, was los ist. Ich überprüfe mal kurz die Kabel. Ich habe jetzt alle Kabel nochmal reingesteckt, ne? Beziehungsweise einmal raus und wieder rein. Und das für meine Elgato sogar nochmal umgesteckt. Ich glaube, dass der Fehler bei OBS liegt. Nach der Aufnahme installiere ich OBS nochmal komplett neu. Das ist irgendwie komplett verbuggt bei mir. Allein schon, wenn hier das nochmal abkackt. Es tut mir so leid, ich kann dafür nichts. Nee, ich block erstmal. Ich weiß doch nicht, was für ein Typ der ist. Der ist ein Krafttyp, okay. Und mir geht das auch gerade gehörig auf den Senkel. Wisst ihr, mitten in der Aufnahme verschwindet auf einmal das Bild vom Aufnahmeprogramm. Aber warum will ich dich eigentlich benutzen? Das ist ein Krafttyp. Aber auf die Bank mit dir.
Mach ruhig Überspannung. Oh nee, du wirst ja angegriffen, ne? Und der ist ja eh kein Element. So, den holen wir uns. Also wie gesagt, wenn OBS noch einmal jetzt abkackt, dann installiere ich es neu. Notfalls ist irgendwas ist, was gerade von OBS selber kommt. Ich entferne gerade unnötige Sachen. Einen Moment. So, ich habe ein paar Sachen aus OBS jetzt gerade rausgeschnitten bzw. rausgeschmissen. Warum willst du einen Technikangriff machen? Technikangriff ist ein Todesurteil. So, und ich will die Liste da voll haben. Ich wüsste halt wirklich gern, was das mit OBS ist. Ich hab den PC auch gerade erst angeschaltet, ne? Also es ist nicht derselbe Aufnahmetag wie von der letzten Folge. Ich und mein Aufnahmeprogramm, nur am Streiten. Und die letzten Tage. Der hat mich eh nicht im Visier, also du bist einfach mein Bindungsangriff. So, und ich gucke jetzt einfach direkt in die Liste, ob man von dem was kriegen kann, weil ich kann es mir vorstellen, dass man Tetsu Capra Ei kriegen kann, muss aber nicht unbedingt sein. Wir einfach nur nachgucken. Da kann ja nicht sein, dass ich jedes Vieh hier kriegen kann. Garqua zum Beispiel konnte ich auch nicht kriegen. Ne, Tetsu Capra hier. Kannst von dem Kanal kriegen. Ein bisschen schade. Wartet. Sunny. So, haben wir den Weg frei. Ich hab keinen Bock mehr auf die. Oh, hier ist ein Weg, den ich brechen kann, ja, da gehe ich durch. Ein königliches Monster. Ein Monoplus. Der ist nicht so stark wie ein T-Rex, das weiß ich. Wisst ihr was? Ich versuche es mal. Du bist definitiv ein Angreifer. Also ein Krafttyp. So wie ich dich immer bekämpft habe. Du gehst immer auf die Konfrontation Monoplus. Ich guck erst, was hier oben ist. Du bist hundertprozentig ein Krafttyp. Aber ich weiß ja nicht, ob bei königlichen Monstern das ein bisschen anders ist als bei normalen. Was ist wirklich der Unterschied? Der Tigris ist ja auch ein königliches. Wem vergreife ich von hinten an? Du kannst dich ja eingraben, ne? Habe ich Schallbomben? Ich habe 5 Schallbomben. Let's go. Königliche Monster sind besonders mächtige Monster, die ein Gebiet durchstreifen. Naviru warnt dich, wenn eins in der Nähe ist. Okay, die sind auf jeden Fall stärker. Das heißt, er könnte mich übelst hart wegrecken. Und der hat auch 4 Körperteile, die ich brechen kann. Darunter der Schweif. Den ich natürlich direkt angreife. Hatte aber nicht so viel Wirkung. Mache ich jetzt mal den aufgeladenen Heb aufs Horn. Bestimmt ist eine der Nebenmissionen, um von denen Ei zu kriegen, das Horn mit einem Hammer zu brechen. Oder den Schweif. Bogen. Geh mal auf Hammer und geh auf den Kopf.
Amma ist übrigens schon fast tot. Oh, Hornspeer, das ist eine Geschwindigkeitsattacke. Er kann also mehr als einen Typus haben. Machst jetzt keinen Kraftangriff. Machst den Todesschlag. Und du stirbst sonst noch. Bist du behindert? Der in das Horn ist nicht schwach gegen einen Hammer. Sehr interessant. Wir haben es mir eigentlich genau andersrum vorgestellt. Der will einen Tunnel graben. Okay, es hat sich eingegraben. Ich werfe jetzt eine Schallbombe. Ja, ist klar, dass du nicht triffst, wenn der im Boden ist. So ist er bei anderen Spielen nicht so hart im Boden geblieben eigentlich. So, Schallbombe. Ja, egal, wo ich es den werfe. Nehme ich zumindest an. Und ich habe es gefangen. So, Giftbeschichtung aufs Horn. Ich wollte gerade sagen, lass mir was vom Horn übrig. Diese alte Explosion geht nicht auf den Körperteil. Machen wir das Horn platt. Oh, hier geht auf Horn schwer. Wir müssen das Horn schrotten. Hammer hat gerade so überlebt. Oh, es ist sauer. Jetzt ist der Krafttyp. Auf jeden Fall. Oder? Er hat, glaube ich, die ganze Zeit nur Hornspeer genutzt. Schwanzpeitsche. Jetzt nutzt er eine Kraftattacke. So, ich habe den Kopf gebrochen. Jetzt gehe ich auf den Schweif. Bisher läuft's gut mit dem. Aber wenn ich doch weiß, dass er eine Kraftattacke macht. Wo habe ich's? Was von euch war Kraft? Schockfalle. Lauf rein. Ich weiß nur nicht, ob er mich dafür anziehen muss. Ich glaube, er muss mich dafür anziehen. Liegt die Schockfalle da jetzt noch? Ich glaube nicht. Ranma, du bist ein Geschwindigkeitstyp. Verhalte dich auch so. Du gehst mir gerade auf den Zeiger. Also im Ernst jetzt? Ja, ja, die kennen wir schon. Okay, Schweif offenbar mit Bogen. Ich habe gerade gespannt, wie noch nie einer vor mir gespannt hat. Okay, es hat sich beruhigt. Jetzt geht's wahrscheinlich wieder auf die eine Technik. Er zieht nicht auf mich, also kann... Doch, er zieht auf mich, verdammt Axt. Wisst ihr was? Inventar, Muskelfleisch. Ich sollte eigentlich überleben. Au! Das hat wehgetan. Es werden gerade ordentlich eine Runde dauern. Geht der immer noch auf mich? Mann, jetzt hör mal auf mich zu ziehen, du dreckiges Vieh. Was ist dein Problem? Weil mich kriegst du halt auch noch Schaden.
So, jetzt zieht er nicht auf mich. Was soll der Dreck? Geh so hart jetzt auf seinen Schweif. Nailer Schuss. Schweif. Ich wollte gerade sagen, nee, mein Angriff kommt nicht mehr durch. Das Vieh hat nicht gereiht, dass ich immer noch Schallbomben habe. Aber das tun sie ja nie. Ich sehe gerade, dass sich eine Wespe bei mir reingeschlichen hat. Wartet. Bomben. Schallbombe. Hier. Das. Okay. Es klappt hier mehrmals. Weil bei Monstern, da kann es tatsächlich vorkommen, dass sie dann auf einmal nicht mehr wirft. Mach deinen Todesschlag ruhig. Warte. Doch du geh auf den Schweif und ich gehe einmal auf das andere, damit ich das zumindest einmal in der Liste habe. So. Aber die schrotten den jetzt nie, ne? Oh, es sabbert. Farbball. Also, wenn ich dich haben kann, ne? Dann hole ich dich safe, weil du bist auf jeden Fall stark. Rückzugsrate wird hinzugefügt. Bei Larinov ging das nicht, das habe ich mal getestet. Und Larinov kann man nicht holen. Also, daran kann man das auch erkennen. Wenn ich den im Team habe, ich kann den das Bulldrom rausschmeißen. Okay, jetzt ist er wieder Krafttyp. Gut, dass der Eiszapfen reich macht. Ich gehe auf Aufladen. Und hoffe das Beste. So, jetzt fehlt nur noch der Schweif. Schneller Schuss. Weil was anderes habe ich nicht. Es gibt ja eigentlich noch so eine Fähigkeit für den Bogen, wo man das so hochschießt. Die kann man sich hier wahrscheinlich auch irgendwo freischalten. Ja, ist schön, dass Elvin jetzt endlich nützlich ist. 65%. Komm, bitte. Verdammt. Okay, ich gucke direkt in die Liste, wie man den besser kriegen kann, und dann versuche ich direkt nochmal. Blutrotes Horn. Ich habe sogar es geschafft. Ich versuche es einfach direkt nochmal. Ich will den haben. Ich gucke jetzt sofort in die Liste. Wie kriegt man den leichter? Hier, Monobloss. So. Die Siege ist mit einem Schwert und Schild. Während es gelähmt ist, um die Rückzug zu... Das schaffe ich nicht. Leute, wisst ihr was? Ich beende das hier. Und während ich OBS hier nochmal Chance gebe, gucke ich, dass ich den Monobloss nochmal bekämpfe. Vielleicht kriege ich ja beim zweiten oder dritten Try ein Ei von dem. Wäre auf jeden Fall mega gut, weil der Monobloss ist safe stark. Kommt man ja auch hier in der Liste sehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Boltroben hier angucke, der ist Seltenheit 2 und der ist direkt Seltenheit 5. Der ist zigmal stärker. Vor allen Dingen selbst der Basiswert. 46, 130. Den kann ich definitiv gebrauchen. Also ja, ich werde mir auf jeden Fall jetzt den Monobloss holen. Zumindest versuche ich es. Ich kann nichts versprechen. Ich habe ja 150 Farbbälle. Das wird schon irgendwann funktionieren.
Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.